Grüße gehen raus an alle meine Kämpferherzen da draußen. Willkommen zu meinem ersten Video, in dem ich kurz und knapp erklären möchte, um was für Themen ich hier genau auf meinem Kanal aufgreifen möchte und in welche Kategorien sie einzuteilen sind. Ja? Und zwar geht es grob gesagt um alles, was mit dem Thema Kampf in Verbindung gebracht werden kann oder was mit dem Thema Kampf in Verbindung steht. Da habe ich mir unterschiedliche Kategorien ausgedacht. Die erste wäre zum Beispiel Kriegerkollektion, wo ich auf historische Quellen zurückgreife von alten, bekannten Kriegern. Ja? Also wirklich, die es wirklich gab und die auch wahr waren, die Geschichten über die quasi. Wie zum Beispiel der bekannteste Samurai Japans. Oder ich werde auch auf Kriegervölker eingehen, wie zum Beispiel die Spartaner oder die Amazonenkriegerin. Ja? Das alles kommt in die Kategorie. Dann ganz klar Militär. Da werde ich über alles sprechen, was mit Militär in Verbindung gebracht wird oder beziehungsweise womit das Militär in Verbindung steht. Hauptsächlich halt auch viele Waffen und ich werde vielleicht doch mal das ein oder andere Interview organisieren mit einem Scharfschützen oder mit einem Soldaten, der gerade aus dem Krieg kommt, um euch das Ganze dann da so zu präsentieren in dem Bereich. Dann kommt noch eine Kategorie, die mir auch sehr am Herzen liegt oder die ich auch sehr wichtig finde. Das ist die Kategorie Kämpferherzen. Da werde ich mit Sportlern reden. Da werde ich mit Menschen reden, die sich für eine Sache intensiv eingesetzt haben. Natürlich versuche ich wirklich positive Dinge rauszusuchen, was leider nicht immer so ganz möglich sein wird, denke ich. Ja, weil Kampf ja immer auch irgendwie in Verbindung steht mit Gewalt, ja. Irgendwie, irgendwo. Und, aber ich versuche euch wirklich da die besten und sozialsten Menschen rauszusuchen. Jetzt das erste Video, was kommen wird, handelt über einen Hooligan. Das ist jetzt natürlich nicht das beste Beispiel, aber ich kenne die Person persönlich. Ich weiß, wie er ist. Ich weiß, dass es ein sehr sozialer und guter Junge ist. Und daher habe ich den jetzt auch einfach mal aufgegriffen. Ja. Aber zum Beispiel auch in dieser Kategorie Kämpferherzen werde ich auch mit Menschen sprechen, die gesundheitliche Probleme haben, aber trotzdem weitermachen. Ja? Es geht ja nicht nur hier wirklich um die fertigen Helden, sage ich mal, die krassen Leute, die irgendwie topfit da irgendwas erreicht haben, sondern auch ganz plump vielleicht jemand, der sich einfach politisch für etwas eingesetzt hat, ne? Und jetzt nicht unbedingt damit erfolgreich geworden ist, aber immer noch weitermacht, so in dem Bereich. Oder wie gesagt, Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Jemand zum Beispiel, der im Rollstuhl sitzt oder sowas. Ja? Das hat genauso viel Respekt verdient, finde ich. Und es hat genauso ein Kämpferherz. Ne? Dann komme ich noch zu der letzten Kategorie, die mir jetzt so grob einfällt. Das ist dann Kriege der Menschheit, wo ich auf die Kriege eingehe, die wir so hatten. Und einfach, da werde ich auch sehr, sehr nah an den historischen Quellen bleiben. Ja, also ich werde nicht anfangen, Bullshit zu erzählen und mir irgendwas auszudenken, welche Geschichten es nicht gab. Genau, das sind so die Themen, die mir jetzt eingefallen sind. Die vier Themen. Vielleicht nochmal kurz zu meiner Person. Ich heiße Emad, bin 29 Jahre alt und betreibe auch jetzt schon seit ein paar Jahren Kampfsport. Bin natürlich noch im Amateurbereich, also jetzt nicht so der Vollprofi und muss auch viel lernen in dem Bereich. Habe jetzt auch demnächst viele Kämpfe geplant und da würde ich euch natürlich auch mitnehmen, ne? So dass man so vielleicht einen Einblick in so eine Amateurkarriere bekommt, ja, vielleicht für jemanden da draußen, der auch gerade damit startet, so werde ich euch auf jeden Fall mal mitnehmen, so Trainingstage von mir und wie gesagt dann halt auch die Kämpfe. Ja, das ist so eigentlich im Groben und im Ganzen das Ganze, was ich jetzt erstmal sagen wollte in meinem ersten Video, um einen kurzen Einblick auf meinen Kanal zu bringen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf den Content, der jetzt kommen wird, die nächsten Tage. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Peace out. Und wir sehen uns in den Videos. Noch mal ganz kurz, ich habe nämlich leider eine Kategorie, ein Format vergessen. Und zwar, das ist das Format, oder beziehungsweise die Kategorie Heldenschmiede. Da werde ich von Verein zu Verein, hauptsächlich jetzt erstmal Kampfsportvereine, werde ich von Verein zu Verein reisen und mit Trainern sprechen und euch die Vereine zeigen, um ja halt auch nochmal für weitere Inspiration zu sorgen. Der Kanal dient ja allgemein, soll allgemein zur Inspiration dienen für Menschen, die gerade vor einer Herausforderung stehen, für Kämpfer, für Sportler oder auch wie gesagt für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die sich dann Beispiele nehmen können an andere, die ich hier zeigen werde, um ja einfach das Ganze oder ihre ganze Problematik, ihre Herausforderungen optimal schaffen zu können. Vielen Dank.